bisschen super. Ich habe damals 61 Frühstück gemacht und habe gesehen, wie der Stacheldraht gezogen wurde. Jetzt will ich dabei sein, wenn Schluss ist. Gehen Sie bitte zurück. Sie werden aufgefordert, zurückzugehen. Was ist denn hier los? Wissen Sie was? Wisst ihr, wo ihr hin wollt? Einfach rein. Los, weiter! Mein Gott, gibt's das nochmal. Das kann nicht wahr sein. Oh. Ich hab das im Fernsehen gehört, hab's einfach ausprobiert und bin ran, hab meinen Ausweis vorher und bin rübergegangen. So war das am 9. November 1989. Jetzt ist es der 9. November 2000. Er trug die Verantwortung für diesen wichtigen Schritt zur Überwindung der Grenzen in Europa. Herzlich willkommen, Miklós Németh. Ist nicht friedlich geblieben. Dafür erhielt er den Friedensnobelpreis. Viele Berlinerinnen und Berliner nennen ihn bis heute liebevoll Gorbi. Herzlich willkommen unserem Ehrenbürger Michail Gorbatschow. Radio live dabei bei der zentralen Feier des Landes Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt zum 9. November 2014, 25 Jahre Mauerfall. Im Moment applaudiert der ganze Saal stehend Michail Gorbatschow, dem damaligen Chef der KPdSU in der Sowjetunion. Michail Gorbatschow geht auch ein wenig herum, schüttelt die Hände der Bundeskanzlerin, des Bundestagspräsidenten, von Walter Momper, der 1989 regierender Bürgermeister war. Jetzt ist es Klaus Overheit. Und einer wollte heute gerne mit uns feiern, der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Er hat wesentlich dazu beigetragen, Vertrauen in das vereinigte Deutschland aufzubauen und damit den Weg hin zur staatlichen Einheit zu ebnen. Er ist leider von einer Krankheit noch nicht so weit genesen, dass er heute da sein kann. Alles Gute, lieber Hans-Dietrich Genscher. Er ist nicht da, aber ich grüße ihn trotzdem besonders herzlich, den Kanzler der Deutschen Einheit, Helmut Kohl. Ich heiße auch den Architekten der Entspannungspolitik Willy Brandt willkommen, unseren Ehrenbürger Egon Bahr. Es ist auch derjenige unter uns, der rund um den 9. November 1989 als regierender Bürgermeister von Berlin das Gesicht Berlins war, der Mann mit dem roten Schal, lieber Walter Momper, herzlich willkommen. Und ich begrüße Eberhard Diepgen, der den Prozess einmal hineingezogen in die Emotionen des Jahres 1989. Die Wut der Bürgerinnen und Bürger nach den gefälschten Kommunalwahlen, der tiefsitzende Frust, der immer mehr Menschen dazu brachte, die DDR zu verlassen. Die Sehnsucht nach Freiheit und Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite die Arroganz der Herrschenden im Politbüro, unfähig und unwillig, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Dann aber vor allem der wachsende Mut der Menschen, die Friedensgebete in den Kirchen.
Der berühmte Montag von Leipzig. Herr Bundespräsident, Sie haben daran erinnert, an jenem 9. Oktober 1989 stellten die Bürgerinnen und Bürger von Leipzig die Weichen für das Ende der Diktatur. Und dann die große Demo am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz. Die Menschen haben ihre Sprachlosigkeit überwunden. Sie spürten, diese friedliche Revolution war unumkehrbar geworden. Es ist bewegend, diese emotionalen Momente noch einmal nachzuempfinden. Zu sehen, wie tausende Menschen an der Mauer am Brandenburger Tor feiern, fremde Menschen sich in den Armen lagen, weil sie ganz einfach glücklich waren, dass die Freiheit in Ost und im West möglich war. Oder die junge Frau, die wir eben gesehen haben, die spontan den Grenzpolizisten küsst, als sie ihr bestätigt, dass die Grenze offen ist und offen bleibt. Eine berührende Szene. Ich freue mich, dass beide heute unter uns sind. Herzlich willkommen. Aber es sind eben längst nicht nur Gefühle. Es ist das Wissen um die Veränderung, die der 9. November 1989 markiert. Das Ende des Kalten Krieges, das Ende der Teilung Deutschlands und Europas, der Aufbruch in eine neue Zeit. Heute können wir sagen, der 9. November 1989 steht dafür, dass Mauern überwindbar sind, mit Mut und Entschlossenheit und ja, mit friedlichen Mitteln. Berlin steht seither dafür, dass das Unmögliche möglich wurde. Dies ist die prägende Erfahrung unserer Zeit. Und wir alle stehen in der Verpflichtung, die Chancen, die sich daraus ergeben, zu nutzen. In einem Freien. Das sind alle. Das müssen wir machen. Und erst das sofort. Die Autos können gar nicht mehr fahren. Feuerwehr! Hey.
Na, ich gehe hier nicht runter. Das ist eine Mauer. Hier ist immer noch eine Mauer. Ja, aber wenn ich das nicht mehr so, dann ist das nicht mehr so.